Hallo, ich möchte euch heute den Comic Queer, eine illustrierte Geschichte von Meg John Barker und Julia Skeel vorstellen. Dieser Comic ist beim Unras Verlag erschienen und ich habe ihn dort als Rezensionsexemplar angefragt. Und tatsächlich haben sie ihn mir dann auch umsonst zugeschickt. Im Gegenzug dazu mache ich jetzt hier eine Rezension. Dieser Comic ist eine Einführung in die Queer Theory, was ja ein sehr anspruchsvolles Projekt ist. Und tatsächlich ist dieses Comic auch sehr umfangreich. Ich greife einmal auf das Inhaltsverzeichnis zurück. Es geht hier um die Bedeutung des Wortes queer. Es geht darum, wie in westlichen Kulturen Geschlecht und Sexualität begriffen wird. Dann werden Wissenschaftlerinnen, Autorinnen und aktivistische Bewegungen, die für Queer Theory richtig waren, vorgestellt. Besonders wird da eingegangen auf die anfänglichen Konzepte, die überhaupt die Basis für Queer Theory gestellt haben. Dann gehen sie darauf ein, wie Queer Theory mit Popkultur, Biologie und Sexualforschung umgegangen ist, also wie das beeinflusst hat. Danach gehen sie auf Hauptkritikpunkte und an Queer Theory und Spannungen innerhalb von Queer Theory ein, was dazu überleitet zu schauen, okay, wie sah Queer Theory in den letzten paar Jahren aus, was waren die Hauptrichtungen in den letzten paar Jahren. Und zum Schluss zeigen sie noch kurz ein paar Möglichkeiten auf, im Alltag das eigene Denken zu verqueeren. Ihr seht, dieser Comic hat sehr hohe Ansprüche und ich finde, der Comic wird dem nicht ganz gerecht. Mir hat der Comic nicht so gut gefallen, um es schon mal vorweg zu sagen. Aber erstmal möchte ich auf die Punkte eingehen, die mir gefallen haben. Und zwar finde ich es generell gut, komplexe Themen runterzubrechen und in einer anderen Form darzustellen. Also nicht das x-te Sachbuch zu Queer Theory rauszubringen, sondern tatsächlich mal zu versuchen, ein anderes Medium, und Comic ist eine andere Form, zu benutzen. Das Inhaltsverzeichnis stimmt auch, sie gehen auf diese Punkte sehr viel ein. Das heißt, es werden viele Namen genannt, also ich habe mir einige rausgeschrieben, wo ich mir vorstellen könnte, wenn ich Zeit habe, mal mich mit deren Konzepten auseinanderzusetzen. Und einige Konzepte wurden nochmal angerissen und mir in Erinnerung gerufen. Genau, deswegen, also es wird viel genannt, nicht unbedingt erklärt, aber zumindest viel genannt. Dann fand ich tatsächlich das optisch einfach sehr schön. Also, ich weiß nicht, ob man das hier so sieht. So eine Seite hat oft so ein bisschen Text, so ein Drittel, ein Viertel bis Drittel Seite ist Text und darunter kommt ein Comic, also ein Bild. Die Schrift vom Text ist sehr groß, gut leserlich, was ich sehr gut finde. Und in den Bildern selber ist es auch eine Computerschrift, die auch groß und, glaube ich, auch recht gut leserlich ist. Das heißt, so die Schrift ist verhältnismäßig zugänglich, weil manchmal in Comics ist die Schrift in den Bildern dann einfach so klein, dass man sich voll anstrengen muss. Aber hier geht das auf jeden Fall. Also die Größe fand ich sehr ansprechend. Genauso wie ich die Bilder im Allgemeinen recht ansprechend fand. Also ich mag den Stil einfach von so diesen Bildern, wie das gezeichnet ist. Und tatsächlich haben mir einzelne Bilder auch sehr gut gefallen. Da fand ich, es ist aufgegangen, dass das Bild den Text um eine Dimension erweitert hat, sodass ich mir entweder die Dinge besser vorstellen kann oder zum Beispiel einfach eine Eselsbrücke benutzen kann, um mir das besser zu merken. Ein Beispiel dafür ist die Seite zu Heterosexuelle Matrix. Da ist oben einfach so ein Kästchenschema gezeichnet, wie in unserer Gesellschaft Sexualität und Geschlecht gedacht wird. Und zwar, dass das biologische Geschlecht die Basis sozusagen ist, darauf ausgehend, deswegen dieser Pfeil, gibt es dann das soziale Geschlecht und darauf ausgehend gibt es dann das Begehren. Und das baut klar aufeinander auf, das heißt, wenn du das biologische Geschlecht von einer Person kennst, weißt du auch gleich das Begehren. So ist die Vorstellung in unserer Gesellschaft und dahingehend hat die Queer Theory gesagt, das stimmt so nicht, was da drunter in seinem Matrix-Bild dargestellt ist, wo die Person sagt, die Wahrheit ist, es gibt die Pfeile nicht. Und dann gibt es einfach nur
drei freischwebende Kästchen, die sagen, du hast einen Körper, du kannst eine Identität performieren und du kannst begehren. Also diese Punkte hängen einfach nicht miteinander zusammen. Du kannst von dem einen nicht auf das andere schließen. Und du kannst nur sagen, du hast einen Körper, aber genau. Das fand ich ein schönes Bild, was mir sehr gut gefallen hat. Damit komme ich auch schon zu den Kritikpunkten von mir an diesem Buch. Als erstes zu dem Konzept, das ist ja eine Einführung. Hinten auf dem Buchrücken steht, das ist eine Einführung in Queer Theory und LGBTQ-Aktivismus ist. Und das würde ich nur zur Hälfte bestätigen. Es ist eine Einführung in Queer Theory, aber nicht in LGBTQ-Aktivismus. Also es werden einzelne Bewegungen vorgestellt und es kommt Aktivismus drin vor, aber nur insoweit, als dass es wichtig war für die Queer Theory. Es ist keine Einführung in LGBTQ-Aktivismus. Dazu ist es viel zu unwichtig, dieser Aktivismus, einfach innerhalb von diesem Comic, meine ich jetzt. Also es ist eine Einführung, aber nicht in den Aktivismus, sondern nur in das akademische Queer Theory. Zu einer Einführung gehört ja auch, dass sie zugänglich ist. Ich hatte gesagt, die Schrift finde ich schön, optisch ansprechend und verständlich, genauso wie die Bilder. Aber tatsächlich finde ich die Sprache sehr kompliziert. Ich finde, sie ist sehr akademisch und sehr voraussetzungsreich. Das fand ich einfach schon. Ich fand es anstrengend, diese Sätze zum Teil zu lesen, weil da so viele Fremdwörter drin sind, die zum Teil erklärt werden, aber auch oft einfach nicht. Und bei einem Comic ist ja auch das Bild-Text-Verhältnis wichtig. Ich hatte es ja eben kurz hochgehalten. Es ist viel Bild und nicht ganz so viel Text, was ja gut ist. Aber tatsächlich fand ich das inhaltlich hat das nicht so gut zusammengepasst. Also es gab Seiten, wo die Comics einfach in Sprechblasen nochmal mehr und mehr Text hatten, was nicht das nochmal wiederholt hat und bildlich veranschaulicht hat, sondern einfach nochmal ein Bild, was mir nicht viel gesagt hat, wo einfach eine Person war, die nochmal mehr inhaltlich mir beigebracht hat, war, was ich schwierig finde, weil es irgendwie so ein bisschen verpasst hat, über das Bild nochmal anders Informationen zu vermitteln, sondern einfach wieder nur reine Textpräsentation war. Und was ich noch schwieriger fand zum Teil war, dass sich Bild und Text manchmal widersprochen haben. Also ich will später noch ein Beispiel bringen, ein konkretes. Hier ist es einfach so, dass oft der Text gesagt hat, man soll sich nicht so festlegen und nicht so binär denken, was ja bei Queer Theory sehr wichtig ist. Und das Bild hat dann doch wieder alles festgelegt. Ein Beispiel für eigentlich beide Sachen ist eine Seite, wo in dem Bild dann der Text steht, wir sollten anfangen, uns gegen die Gegensätze alt und neu, falsch und richtig zu widersetzen, um alte Fehler zu verhindern. Wo ich denke, ja. Ein zweiter großer Kritikpunkt von mir ist, dass die Positionierungen der Autorin und der Illustratorin fehlen. Ich weiß, dass das in sehr vielen Sachbüchern nur ansatzweise gemacht wird, oft auch gar nicht tatsächlich leider, und trotzdem ärgert es mich jedes Mal und ich werde auch nicht müde, es zu betonen. Denn die Positionierung der Autorin macht etwas mit dem Buch. Es gibt auf der zweiten Seite diese Frage, wer bist du? Eine ganze Seite, für wen dieses Buch sein sollte. Und ich habe mich gefragt, ja okay, aber wer seid ihr? Hinten gibt es eine kurze Vorstellung. Daraus bin ich aber auch nicht so richtig schlau geworden. Was mich dazu überleitet, dass ich ein Problem hatte mit der Gewichtung innerhalb dieses Buches und auch den Wertungen, die in diesem Buch getroffen wurden. Vorweg, deswegen zu diesem Teil, ab jetzt gehe ich zum Teil sehr ins Detail und mache es an einzelnen Bildern, einzelnen Seiten fest. Ich glaube, dass das für Leute, die dieses Buch interessiert, spannend sein könnte, aber auch für Leute, die dieses Buch jetzt gar nicht unbedingt lesen. So lernt ihr ein bisschen was von mir kennen, wie so meine grundsätzlichen Annahmen sind, weil so eine Einführung hat das Gute. Es geht tatsächlich um so feste Grundannahmen, die überhaupt dann zu Dingen führen.
Und über diese Grundannahmen wird aber oft nicht gesprochen, aber in dieser Einführung halt schon. Und deswegen kann ich hier auch auf diese Grundannahmen eingehen, was in vielen anderen Büchern vielleicht die gleichen Grundannahmen sind, aber dort wird nicht darüber gesprochen, weswegen es viel schwieriger ist, das dann aus Büchern rauszuziehen. Deswegen mache ich das jetzt hier so im Detail. Wenn euch das jetzt aber so absolut nicht interessiert, möchte ich noch dazu sagen, für wen ich diesen Comic empfehlen kann. Auch wenn ihr merkt, dass ich ja generell nicht so davon überzeugt bin, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser Comic einigen Leuten was bringt. Ich habe auch auf Goodreads gelesen, dass manche Leute den sehr wohl ansprechend fanden. Ich glaube, dass dieser Comic für Leute, also ich würde den Comic Leuten empfehlen, die schon mal was von Queer-Theorie gehört haben, aber jetzt noch nicht so wirklich viel und anfangen möchten, irgendwie einen Startpunkt suchen, sich mit Queer-Theorie auseinanderzusetzen. Ich persönlich habe Queer-Theorie an der Uni studiert. Also ich hatte die Möglichkeit, verschiedene Einführungsseminare in Queer-Theorie zu besuchen und dort unglaublich viele Texte, unglaublich viele akademische Leute kennenzulernen, die sich damit beschäftigt haben. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ich weiß aber klar, dass viele Leute nicht diesen Zugang haben und irgendwie anders anfangen müssen. Und da ist ja immer die Frage, wie fange ich an? Wenn Leute sehr motiviert sind, können sie diesen Comic lesen und die Namen und die Konzepte rausschreiben und dann selber für sich nochmal recherchieren, okay, was steckt da jetzt eigentlich hinter? Ich finde, dieses Buch erklärt es nicht so richtig, aber um überhaupt Anhaltspunkte zu haben, wo man anfangen will, eignet sich dieses Buch. Das heißt, für sehr motivierte Leute, die anfangen wollen mit diesem Thema, kann ich das empfehlen. Und zum Beispiel könnte ich mir auch vorstellen, dass in einer Gruppe mit anderen Leuten zu lesen, die auch sich alle schon damit beschäftigt haben, also nicht Anfängerinnen sind, um dann wirklich mal über so Grundannahmen zu sprechen und sozusagen, wie habe ich das Konzept eigentlich verstanden, wie hast du das verstanden, genau, welche Bilder haben wir dafür? Also einfach, um so einen Ansatz zu haben, um über Grunddinge zu diskutieren, kann sich dieses Buch auf jeden Fall auch eignen. Man darf dann bloß nicht zu fest an diesen einzelnen Texten sein und nicht über die Texte sprechen, sondern über die Konzepte, die dieses Buch aufwirft. Für diese beiden Gruppen sozusagen kann ich mir vorstellen, dass das ganz interessant sein könnte. Und was ich vor der Kritik vor diesem Comic auch noch wegschieben wollte, ist mein eigener Bezug zu Queer Theory. Ich hatte ja eben gesagt, ich habe es an der Uni studiert und ich habe es auch einige Jahre an der Uni studiert. Später habe ich mich nicht mehr so viel mit den Grundlagen beschäftigt, sondern einfach das als Basis benutzt, um daraufhin wissenschaftliche Fragestellungen zu entwickeln und so wissenschaftlich zu arbeiten. Das ist allerdings jetzt auch schon ein paar Jahre her. Uni ist einfach nichts für mich, dieser ganze akademische Komplex spricht mir nicht so zu, habe ich auch Probleme mit, die in diesem Buch zum Beispiel auch auf jeden Fall drin sind. Und in den letzten Jahren habe ich mit Queer Theory eher in dem Sinne zu tun, dass es auch Grundlagen sind für queeren Aktivismus und solche Dinge. Das heißt, in den letzten Jahren habe ich Queer Theory eher in der praktischen Umsetzung dann damit zu tun gehabt und mich damit auseinandergesetzt. Mit der richtigen akademischen Disziplin habe ich jetzt in den letzten Jahren tatsächlich nicht mehr so viel mitbekommen, weswegen ich jetzt auf jeden Fall nicht sagen kann, wie sich das in Deutschland zum Beispiel in den letzten 3 Jahren weiterentwickelt hat. Genau, mein Wissen ist auch nur das von einer deutschsprachigen Universität. Ich war nie in einem anderen Land, wo ich das gelernt hätte oder mich damit beschäftigt hätte, sondern es geht, meine Erfahrungen sind im deutschen Kontext klar. Also ich habe eine deutsche Sicht auf diesen Comic. Beim Schneiden habe ich mir überlegt, 2 Teile aus diesem Video zu machen. Das war jetzt das Ende vom ersten Teil. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür, fürs Zuschauen. Im zweiten Teil werde ich etwas auf Ableismus und Rassismus eingehen und etwas mehr auf Transfeindlichkeit. Vielleicht interessiert euch das ja auch. Also es geht schon noch um den Comic auf jeden Fall. Und ansonsten würde mich interessieren, was ihr von diesem
Comic haltet und wenn euch der zum Beispiel gefällt, auch was euch da besonders gefallen hat, genau, um so eine andere Meinung zu hören. Das war's. Bis bald.